Haftet die Klinik, wenn bei einer Bypass-OP Schäden am Gesäß entstehen, weil ein Elektrokauter unsachgemäß bedient wurde? Gestatten, mein Name ist Ziegler, Dr. Hans-Bernd Ziegler, Fachanwalt für Medizinrecht und Patientenanwalt in Marburg. Zu dem Problem mit den Begleitschäden am Gesäß hatten wir bereits schon ein Video hier veröffentlicht. Es hat den Titel Verbrennungen durch Elektrokauter. Trotzdem sollten Sie sich das Video angucken, denn das, was ich heute sage, baut auf dem auf, was wir damals schon gesagt haben. Im Fall war es so, dass ein Mann Herzprobleme hatte und Bypässe gesetzt werden mussten. Und er hat gleich drei in der Operation bekommen und bei dieser Operation wurde ein sogenannter Elektrokauter eingesetzt. Das funktioniert so ähnlich wie ein Skalpell. Man kann damit schneiden, man kann damit aber auch Gefäße wieder verschließen. Das ist ein hochfrequentes Elektrogerät. Gefährlich ist das deshalb, weil Kriechströme entstehen können und die dann vielleicht über die Haut des schwitzenden Patienten auf den Operationstisch übertragen werden und dann kann es zu diesen Verbrennungen wegen der Elektrizität kommen. So war es beim Patienten hier. Das Herz war in Ordnung, es war gut repariert, aber das Gesäß war verbrannt. Er wachte am nächsten Morgen damit auf und konnte es gar nicht mehr spüren und sich nicht erklären, wie das zustande gekommen ist. Der Fall wurde ursprünglich vom OLG Hamm in ähnlicher Form mal entschieden und das OLG Hamm hat gesagt, sowas ist schicksalhaft, kann passieren und hat deshalb keinen Ersatz zugesprochen. Diese Entscheidung hat der Bundesgerichtshof dann später aufgehoben und hat gesagt, das gehört zum vollbeherrschbaren Risiko, denn die Schäden, die kann man vermeiden. Man muss nur auf den Operationstisch eine Gummimatte legen, damit die Kriechströme vom Elektrokauter nicht über die Haut zum Operationstisch gelangen können. Der Strom sucht sich immer den kürzesten Weg und wenn da eine Gummimatte dazwischen ist, dann kann nichts passieren. Deshalb hat der BGH gesagt, volle Haftung. Das haben wir in dem Video schon dargelegt, aber ich habe damals, weil die Haftung eben begründet war, nicht zu drei weiteren Punkten Stellung genommen, die auch eine große Rolle in diesem Fall spielen und die Haftung eigentlich noch bekräftigen. Diese drei Punkte sind mangelhafte therapeutische Aufklärung, die Hinweispflicht bezüglich eigener Fehler und Dokumentationsmängel. Das will ich im Einzelnen jetzt erläutern. Die mangelhafte therapeutische Aufklärung ist in 630c geregelt. Mein derzeitiger Praktikant Herr Heise wird Ihnen die Vorschrift jetzt vorstellen. Paragraph 630c BGB Absatz 2 Satz 1. Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen. Hier war es so, dass der Operateur ganz genau wusste, was passiert war und hat dem Mandanten nichts gesagt. Er hätte ihm hier Hinweise geben müssen. Bei diesen Verbrennungen, die du an deinem Gesäß erlitten hast, da ist eine Spezialklinik notwendig, die sich mit Verbrennungen auskennt. Stattdessen hat er und andere dann später Neurodermitis in den Raum geworfen und der Patient ist einfach nicht richtig behandelt worden. Wir haben Fotos in der Akte. Wenn ich die Fotos hier verbreiten würde, dann würden Sie das Video abschalten. Das ist also grässlich, was da passiert ist. Und darüber muss der Patient aufgeklärt werden. Darüber hinaus kommt ein zweiter Punkt, nämlich die inzwischen neu geregelte Hinweispflicht bezüglich eigener Fehler, die sich aus 630c Absatz 2 Satz 2 ergibt. Diese Vorschrift ist neu ins BGB gekommen. Ursprünglich war es Sinn des Patientenrechtegesetzes, die bis dahin bestehende Rechtsprechung, die eben nicht kodifiziert war, zusammenzufassen. Aber dabei ist es nicht geblieben. Es hat auch teilweise neue Aspekte gegeben. Und eben auch diesen neuen Aspekt, dass der Behandler, wenn er weiß, dass er Fehler gemacht hat, auf solche Fehler hinweisen muss. Paragraph 630c BGB Absatz 1 Satz 2.
Sind für den Behandelnden Umstände erkennbar, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den Patienten über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren zu informieren. Im Gesetzgebungsverfahren wurde diese neue Passage kritisiert. Man hat gesagt, dass versicherungsrechtliche Nachteile für die Ärzte entstehen können, weil nach Versicherungsbestimmungen Ärzte eigentlich nie ein Geständnis ablegen dürfen. Genau wie der Unfallverursacher mit seinem Auto, der darf auch nicht sagen, ja, ich nehme die Schuld auf mich, meine Versicherung bezahlt alles. Das ist der Versicherung vorbehalten. So war das früher auch im Arzthaftungsrecht, es hat sich aber geändert. Hier ist ein Hinweis auf 138 ZBO erforderlich. Danach muss der Arzt eben wahrheitsgemäß den Sachverhalt aufklären. Versicherungsrechtlich kann er sich da nicht rausreden. Ein dritter wichtiger Punkt in diesem Fall, der noch zu berücksichtigen ist, ist die Dokumentationspflicht. Die Dokumentationspflicht folgt aus 630f. Paragraph 630f BGB, Absatz 1. Der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Absatz 2. Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen. Aus § 630f und 630h BGB folgt ein weiterer Gesichtspunkt zur Lösung dieses Falles. § 630h BGB Absatz 3. Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis nicht in der Patientenakte aufgezeichnet, wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat. Danach ist der Arzt also verpflichtet, alles, was von medizinischer Bedeutung ist, zu dokumentieren, in die Patientenakte einzutragen. Und das wird ergänzt und sichergestellt durch § 630h Absatz 3, der bedingt, dass alles, was nicht dokumentiert wurde, als nicht geschehen gilt. Das könnte hier allerdings fatale Folgen für den Patienten haben. Wenn die Verbrennung am Gesäß nicht dokumentiert ist, dann könnte man mit 630h argumentieren, dann ist sie auch nicht geschehen. Aber so geht's nicht. Paragraph 630h ist eine Vorschrift zum Schutz des Patienten und darf nicht in ihr Gegenteil verkehrt werden, was sonst der Fall wäre, wenn man das machen würde. Das war es ergänzend zum Elektrokauterfall. Ich bedanke mich bei Herrn Heise, meinem Praktikanten, und bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Ich empfehle Ihnen, abonnieren Sie diesen Kanal, damit Sie immer auf der Höhe des Wissens sind und im Arzthaftungsrecht dann wissen, wo es lang geht.